Hallo zusammen. Ja, ich begrüße euch zu einem neuen kleinen Quick-Tipp von OpenJX Weekly oder auch EdgeJX Weekly, je nachdem, wie man das sieht. Und zwar betrifft es die Darstellung von Widgets im Fullscreen-Modus und was das Ganze mit dem Touchscreen zu tun hat. Ich habe jetzt hier erstmal eine X12S, die hat ja zwar einen Farbbildschirm, aber sie hat keinen Touchscreen. Und die starte ich jetzt einfach mal. Oh, das ist sehr hell. Kann man kaum sehen. Ich muss das mal ein bisschen kippen oder die Helligkeit runterdrehen. Geht natürlich auch. Jetzt drücke ich schon auf den Touchscreen. Das ist ja wirklich fürchterlich. Hat man sich so dran gewöhnt. So, okay, so ist das ein bisschen besser. Das flimmert jetzt natürlich ein bisschen. Okay, gut. Punkt Nummer 1, wir richten Widgets ein. Und das können wir hier auf dem Telemetrie-Screen machen. Und ihr wisst alle, hier oben, da gibt es dieses Feld Layout und da steht Fullscreen. Das ist ein bisschen irreführend. Wir werden das auch sicherlich noch ändern. Das wird dann in Zukunft 1x1 heißen, um das nicht zu verwechseln, weil die anderen Layouts heißen ja auch dann 1x2, 1x3 und so weiter. Also das werden wir ändern. Aber anyway, wir nehmen das jetzt mal Fullscreen und dann wählen wir hier irgendein Widget aus. Das ist jetzt erstmal vollkommen wurscht. Was wir denn nehmen? Ich habe jetzt einfach mal die Buttons genommen für die logischen Widgets. So, und dann haben wir dieses Widget so. Dieses Widget hat natürlich jetzt eigentlich gar keinen Sinn für die X12S, weil wir da keinen Touchscreen haben. Aber ich will euch auch einfach nur den Effekt zeigen, was das mit dem Fullscreen jetzt auf sich hat. Wenn ihr jetzt an dem Mausrad dreht, dann seht ihr, ich hoffe, man kann das jetzt auch erkennen im Video, einen kleinen Rand, gestrichelten Rand um das Widget. Ja, gut, das kann man auch machen. Dasselbe kann man auch erreichen. Ich habe jetzt hier keine anderen Telemetrie-Screens. Nee, habe ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt gar nicht. Müssen wir noch mal gerade gucken. Nee, habe ich jetzt nicht. Wir können aber noch eine zusätzliche... Ach, jetzt drücke ich da schon wieder drauf. Wir können aber noch eine zusätzliche Ansicht hinzufügen. Ich nehme jetzt hier mal dieses 2+1 Design. Das ist aber auch ziemlich egal. Und da bringe ich jetzt mal in das obere linke Feld noch ein Widget hinein. Nehmen wir mal... von mir aus dieses Test-Widget... Brauchen wir auch gar nichts einzustellen, gehen jetzt hier wieder raus und dann haben wir das hier so. Auf diesem Telemetrie-Screen, also links 2, davon ist natürlich nur 1 belegt, rechts haben wir gar keins belegt. Und wenn ich jetzt hier mit dem Rad drüber gehe, dann kann ich zwischen den belegten Feldern auswählen und der Rand fängt hier an zu blinken. Das bedeutet, dass ich mit einem Druck auf die Taste sollte ich vielleicht noch mal besser zeigen. Ich gehe noch mal hier hin. Also wir bewegen hier das Mausrad, bis also der Rahmen da erscheint. Jetzt blinkt er gerade, gleich geht er weg. Ich warte noch mal so lange, jetzt ist er wieder weg. Jetzt drehe ich noch mal das Rad, dann erscheint der Rahmen da wieder. Und wenn ich jetzt auf Return drücke oder auf Enter drücke vielmehr, dann erscheint die Auswahl, ob ich das jetzt im Fullscreen haben will, ja oder nein. Und jetzt bestätige ich das im Fullscreen. Fullscreen bedeutet jetzt Folgendes, dass die normalen Bedienelemente, wie zum Beispiel Page Up und Page Down und Return, Telemetrie, Mausrad bewegen und alle anderen Tasten, die normalerweise für das User Interface zuständig ist, dass die an das Widget geliefert wird. Dieses Widget macht jetzt allerdings nichts damit.
Bei einer Anlage mit Touchscreen wäre es jetzt auch so, dass der Touchscreen aktiviert ist. Das zeige ich euch gleich nochmal auf der RadioMaster. Wie komme ich aus diesem Fullscreen-Modus jetzt wieder raus? Da gibt es einen magischen Tastendruck, den muss man wissen. Lange auf Return drücken. So, dann bin ich wieder raus aus dem Fullscreen. Ich nehme jetzt nochmal ein anderes Widget. Das mache ich jetzt auch nochmal in dieser Ansicht hier. Und das mache ich meinetwegen jetzt hier unten links rein, was normalerweise dann auch im Fullscreen-Modus zu bedienen wäre. Das wäre die Bedienoberfläche für die digitalen Schaltmodule. So, und jetzt machen wir das gleiche Spiel. Wir drehen ein Mausrad. Ich will nicht das obere, sondern das untere will ich zum Fullscreen machen. Da ist der Rand jetzt drum. Ich drücke auf Enter. Ich bestätige Fullscreen und dann ist es im Fullscreen. Und dass jetzt die Bedienelemente im Fullscreen tatsächlich jetzt an diesem Widget landen, das sieht man, wenn ich also hier jetzt das Mausrad drehe, dann tut sich was aus dem Widget und es tut sich nichts in der normalen Benutzeroberfläche von der Anlage. Das ist ein wichtiger Unterschied. Also das Widget hat jetzt im Fullscreen-Modus sozusagen die Kontrolle über alle User Interface Buttons, also diese Dinger hier. Ja, das ist also der Unterschied, wenn ein Widget im Fullscreen-Modus ist und wenn es im Normalmodus ist. Das hat aber nichts damit zu tun, ich zeige es nochmal, dass diese Layout-Einstellung jetzt blöderweise Fullscreen heißt. Die sollte besser 1x1 heißen. Okay, das ist also so ein bisschen babylonische Begriffsverwirrung. So, jetzt gehe ich nochmal rüber zur RadioMaster. Da haben wir ja die Möglichkeit, auch den Touchscreen direkt zu benutzen. Ja, ich habe jetzt hier also verschiedene Widgets schon konfiguriert. In der Telemetrieansicht kann ich also mit den Tasten hier links dann zwischen den Ansichten wechseln. Aber jetzt ist der Touchscreen, ja, weil wir noch keinen Fullscreen-Modus haben, ist er immer noch verbunden mit dem Betriebssystem des Senders. Also das Betriebssystem des Senders steuert, was passiert, wenn ich so einen Swipe hier mache. Und zwar werden da jetzt einfach die Ansichten umgeschaltet. Etwas anderes ist, wenn ich jetzt in Fullscreen-Modus gehe, das kann ich hier auch machen, wie wir das gesehen haben, indem ich jetzt an dem Scrollrad drehe. Und dann meinetwegen hier bestätige, bekomme ich auch in Fullscreen. So, und jetzt hat dieses Widget die Kontrolle. Das heißt, okay, das hat nur eine Seite, kann ich das nicht zeigen, aber normalerweise würde das hier auch hin und her gehen mit dem Swipen. Und natürlich das Scrollrad funktioniert jetzt auch hier bezogen auf das Widget. Langer Return-Druck ist wieder ein Return. Ja. Natürlich kann ich Fullscreen auch so selektieren, dass ich hier einen Doppeltap drauf mache, dann geht es auch in den Fullscreen. Das geht aber eben nur bei den Anlagen mit Touch. Gut. Wie gesagt, hier nochmal ein Widget, das ist auch wieder nur im Fullscreen-Modus zu bedienen. Das Scrollrad jetzt macht nichts. Es bringt jetzt praktisch nur den Rahmen hoch. Jetzt kann ich auf Fullscreen schalten und jetzt kann ich in der Tat hier bei den Animationen, die ich ablaufen lasse, kann ich mit dem Mausrad steuern oder ich kann auch hier wieder mit dem Touchscreen das wählen. Wer schon mal versucht hat, ein Handy im Regen zu bedienen, der weiß, wie nervig der Touchscreen ist. Der reagiert nämlich dann teilweise auch auf die Regentropfen und das Problem haben wir natürlich bei unserer RadioMaster hier auch, wer das im Freien benutzt. Und deswegen gibt es eine globale Funktion, die die wenigsten wahrscheinlich bisher entdeckt haben. Das ist eine globale Funktion, die haben wir also hier zur Verfügung. Und da habe ich jetzt mal den Schalter SF genommen hier oben. Ja. Und da gibt es also die Funktion kein Touch. Damit kann ich den Touchscreen abschalten. Also wie gesagt, hier habe ich jetzt die Funktion mit dem Touchscreen. Ich kann aber den Touchscreen auch deaktivieren. Das mache ich jetzt einfach mal, indem ich den SF in die andere Position
bringe und jetzt ist der Touchscreen weg. Ich kann nur noch mit den normalen Tasten hin und her irgendwelche Menüaktionen auslösen. Das ist ganz praktisch für die Benutzung im Freien, wenn man nicht möchte, dass das hier auf einmal umschaltet. Man hat hier vielleicht eine wichtige Ansicht drauf. Für die Flieger ist das wichtig und auf einmal schaltet das um. Das durch einen Regentropfen, das wäre natürlich schlecht. Deswegen kann man dann bei Flugbetrieb einfach mit einem Schalter oder von mir aus mit einem Trim-Button oder was weiß ich, dann den Touchscreen auch abschalten. Okay, das war mein kleiner Quick-Tipp zu der Funktion oder Sprachverwirrung Fullscreen und Touchscreen-Bedienung mit Widgets im Normalmodus und Widgets im Fullscreen-Modus. Okay, danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis bald.